Cappy in, man. Und wenn diese Wichser schon so laut sind, dann müssen wir halt auch einfach lauter sein, ne? Ich hab gehört, die Läden machen langsam wieder auf. Man darf wieder leben und so, oder was? Die meisten Menschen, hab ich die Erfahrung gemacht, stehen auf direkte Menschen so. Auf Leute, die einfach sagen, was sie denken. Ehrlich. Werden die Singles in einem Release münden, sprich ein Kollektiv bilden, wie zum Beispiel ein Album. Ich glaube, ich muss hier an der Stelle, muss ich mal einmal ganz kurz Real Talk machen, ja? Random, Bro. Mit Scooter, stell dir vor. I have a question. Does your man have to have muscles? Oh, ist egal. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Was geht ab, was geht ab? What's up, what's up, what's up, what's Sam? Ich muss jetzt schon vorab mich entschuldigen für die Geräuschkulisse. Ich befinde mich immer noch mitten auf der Baustelle, als ob die bei mir quasi im Schlafzimmer. Ja, Digga, ihr hört selber, als ob die quasi bei mir im Schlafzimmer mit einem Presslufthammer stehen und gegen meinen Kopf pressen die ganze Zeit so. Der ist das so ein bisschen. Cappy it in, man. Was geht ab, meine liebe Twitch-Community, Alter? Ich hoffe, bei euch ist alles gut in Deutschland. Ich hab gehört, die Läden machen langsam wieder auf. Man darf wieder leben und so, oder was? Und wenn diese Wichser schon so laut sind, dann müssen wir halt auch einfach lauter sein, ne? Dann machen wir heute einfach einen Scream-Stream, no? Scream-Stream it in, man? Wie ist you? Was geht, Alter? Ah, singt der Bauarbeiter immer noch? Ja, Bruder. Ja, Bruder. Der singt immer den gleichen Song. Irgendwas mit Mare mi mataro, mataro de mataro, de mataro. Den ganzen Tag, Bruder. Gyms machen morgen in Hamburg wieder auf, Digga. I like that, man. I like that very much, bro. I like that very much. Wie geht's euch, Digga? Geht's euch gut? Kann man mich trotzdem verstehen so? Geht das klar, Digga? Oder ist es mit den Geräuschen zu krass? Ich wollte auf jeden Fall live kommen so. Ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, mal wieder jetzt hier online zu kommen, mit euch ein bisschen zu quatschen. Bro, darf man hier subscribe? Bro, feel free, you know what I'm saying? Do what you gotta do, man. Mataro-Vibes, Digga. Kurde aus Kreuzberg ist auch wieder da. Ja, geht klar. Oh, shit. Ich küsse dein Herz, Digga. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Tobip, welcome to the family, Diggi. Lass mal eine Faust da, Bruder. Hau mal in den Bildschirm rein. Bildschirm ist nicht teuer, Digga. Kann man sich wieder neu kaufen. Subscribe it in, motherfucker. Ich küsse dein Herz, Digga. Man merkt, dir geht's gut. Freut mich, Bre. Ja, Digi, also ich freue mich halt live zu sein. Bevor ich live gekommen bin, Bro, ich saß so, Bruder. Oh, was mache ich? Ich bin schon müde. So, Wochenende war ein bisschen, nicht Wochenende, gestern war ich ein bisschen länger wach und ich habe nicht so lange geschlafen. Deswegen bin ich ein bisschen fried so. Aber Gemütszustand ist da. Weißt du, wie ich meine? Ich fühle mich einfach gut. Ja, ist geil, dass man das merkt auf jeden Fall. Wie ist der Unterhalt in Tulum im Vergleich zu Deutschland? Vielleicht kannst du ja ein Video zeigen, wie du alles im Supermarkt zum Beispiel 50 Euro bekommst oder allgemein, wie dein Einkauf aussieht. Wollt ihr mal sehen, so ein Einkaufsvlog oder was? Habe ich, glaube ich, schon gemacht, oder? Nicht? Ich glaube, ein paar Wochen Berlin würde dir auch wieder gefallen. Nicht, wenn ich einen Test oder eine Impfung nachweisen muss, wenn ich in Saturn einkaufen gehen will, Bro. Dann will ich gar nicht mehr zurück. So. Ansonsten, im Sommer? Bisschen Haubentaucher, Digga, würde ich nicht nein sagen, Bro. Also Berlin, muss ich schon sagen, in Berlin sind die Vibes halt auch geil, ne? So, internationales Publikum, weltoffen, man wird nicht verurteilt. Ist geil. Ähnlich wie in internationalen Städten wie Tulum, New York, Dubai etc. Ja, so ist es leider gerade noch mit Test, Mest und so, ja. Ja, scheiße, Digga. Ja, aber viel zu voll, alle sind draußen, Digga. Ich bin immer noch bei Lieferando und bestelle, haha. Bro, ich hab das damals auch gesagt, ne? Ich hab gesagt, wenn Lockdown vorbei ist, als ich noch in Deutschland war, Digga, ich bleib im Lockdown. Ich bin nämlich so ein Typ, ich gewöhne mich voll schnell an Sachen, so, ne? Und ich hab mich auch schon voll schnell daran gewöhnt, zu Hause zu trainieren, alles zu Hause zu machen, nicht mehr rauszugehen, Essen nur noch zu bestellen, keine sozialen Kontakte wirklich mehr zu pflegen. Hab mich schon so ein bisschen damit abgefunden gehabt, weißt du? So. Der war das, Digga. Zum Glück bin ich nach Mexiko gekommen, weil ich glaube, ich müsste auch erstmal wieder so, okay, wie funktioniert das echte Leben eigentlich nochmal, Digga? So, wie redet man eigentlich mit Menschen, Bro? Wie klärt man Frauen?
Hast du mal eine Frau angesprochen und einfach gesagt, dass du sie geil findest oder meistens nur indirekt nach Muskeln gefragt? Bro, ich glaube, ich muss hier an der Stelle muss ich mal einmal ganz kurz Real Talk machen, ja? Weil ich glaube, es gibt echt Menschen da draußen, die denken, dass Leon Lovelock einfach so ohne Kamera auf die Straße geht und geile Ollen fragt, ob die auf Muskeln stehen. Random, Bro. Mit Scooter. Stell dir vor, ich schaue mit Scooter zwei geile Frauen. Ich schalte so an. Entschuldigung. I have a question. Does your man have to have muscles? Oh, ist egal. Der ist das, Bruder. Nee, Bro, habe ich schon gemacht. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr, sehr direkt. Also ich bin nicht nur online so, dass ich einfach immer mein Herz auf die Zunge habe und immer das sage, was ich denke. Ich bin auch im echten Leben so. Ich spreche, wenn ich eine Frau geil finde, dann sage ich, ich finde dich geil. So, weißt du? Jetzt nicht so, aber ich lasse es die merken und spüren und ich kann das auch aussprechen. So, ne? Ich kann auch zu einer Frau hingehen und sagen, ey, du bist brutal sexy, so dein Arsch strahlt einfach nur Liebe aus, Digga. Ich würde gerne mit dir was trinken gehen oder so. So Sätze kann ich dir locker trocken raushauen, so. Ist kein Thema. Aber, Obacht, Freunde. Das ist bei mir erst richtig gekommen seit den YouTube-Videos so. Ich bin von Haus aus, das glauben mir viele nicht, wenn ich das sage, aber ich bin von Haus aus ein relativ schüchterner Typ so. Aber als ich gemerkt habe, als ich angefangen habe mit diesen Videos, Frauen ansprechen, stehen Frauen auf Muskeln, dass eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Frau anspreche, sogar mit Sachen, die unter der Gürtellinie sind, ich krieg das irgendwie hin, die finden mich sympathisch, ich krieg das irgendwie hin, die zum Lachen zu bringen und dann meistens funktioniert es auch, wenn ich dann noch irgendwie Kontakte mit denen austauschen möchte und dann eventuell noch was machen möchte oder so. Weißt du, ich meine, das habe ich da erst gemerkt, dass das so ist. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal eine Abfuhr bekommt und so. Dieses ganze YouTube auf die Straße gehen, Leute ansprechen, Leute sagen, nee, kein Bock und so mit Abfuhren umgehen, Selbstbewusstsein aufbauen. Das hat mich erst dazu getrieben, dass ich überhaupt die Eier habe, auch außerhalb von der Kamera jetzt mittlerweile auch Frauen normal, freundlich, nett, aber auch bestimmt und mit der Intention, die ich habe, auch anzusprechen. So, ne? Weil ist natürlich auch wichtig, Digga. Ich erwische Männer immer wieder dabei, wie sie sich einfach so verlabern, in Anführungszeichen, beziehungsweise vergessen, worauf sie gerade eigentlich hinaus wollen. Weißt du, was ich meine so? Man kann schon direkt sein. Und die meisten Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, stehen auf direkte Menschen so. Auf Leute, die einfach sagen, was sie denken. Ehrlich, so weißt du? Deine neuen Tattoos sind sehr dezent, merkt man nicht sofort. Ja, ne? Die neuen hier zum Beispiel oder das Ding hier, das ist halt so geil. Wenn du so redest, ein bisschen zur Seite, dann sieht man das so ein bisschen. Das sind auf jeden Fall die Tattoos. Ich habe hier noch 4, 6. Bro, ich sag dir, ne? Die schlimmsten Schmerzen hatte ich hier. Das waren die schlimmsten Schmerzen. Leon, ja, der Stream hängt, das Bild hängt irgendwie, ja, ich weiß. Internet ist, ich sehe es gerade auch. Die haben mein Internet gefickt, Bruder, ich schwör's dir, Digga. Das ist so traurig, Bro. Jetzt bin ich einmal wieder online mit Spaß so, will einfach meinen Livestream machen, Digga, und die ficken mich hier mit dem Internet, Bruder. Geht nicht, Digga. Ich kann einfach nicht surfen, Bro. So. Haben die kein LTE? Bruder, hier in Mexiko, Bro, ich habe einfach die ganze Nacht und den ganzen Morgen kein Wasser gehabt. So. Du stehst, du nachts gehst, du willst pissen gehen, Bro, kannst nicht spülen. Hände waschen geht nicht. Stress mich gerade, Bro. Sorry, Alter. Gerade ein bisschen Diva am Start, Bro. Das ist halt auch nicht so wie in Deutschland, ne? Man kann hier jetzt auch nicht einfach sagen, ja, okay, dann rufe ich jetzt einfach mal Kabel BW an und sage, ey, Kabel BW, leg mal eine neue Leitung. Oder ey, Bro, WLAN funktioniert nicht, mach mal Reset oder so. Nein. Internet sollte jetzt auch wieder ein bisschen besser laufen. Wer weiß, meine lieben Freunde, vielleicht haben wir jetzt Glück. Ich knüpfe einfach wieder da an, wo ich vorhin stehen geblieben bin. Und zwar haben wir gerade über das Thema Frauen geredet, Selbstbewusstsein ansprechen. Geh einfach hin, Bro. Geh einfach hin und sprech. Leon, Bruder, werden die Singles in einem Release münden, sprich ein Kollektiv bilden, wie zum Beispiel ein Album oder eher doch ein zweckdienliches Mittel, um dich musikalisch vorzustellen, wie beispielsweise eine EP? Ja. Nee, also mein Ding oder mein Fokus war es erstmal, geile Songs zu machen. Und dann kam diese ganze Corona-Kacke, was mich dazu getrieben hat, mein politisches Statement beziehungsweise, ja, mein politisches Statement zu den ganzen Maßnahmen abzugeben in Form eines Songs. Ich glaube, wäre das alles nicht passiert, wäre ich so früh noch gar nicht mit Musik um die Ecke gekommen. Das heißt, ich habe mir, guck mal, jetzt schon wieder das Internet, Bruder.
deswegen mir davor noch gar keine richtigen Gedanken gemacht. Also ich bin nicht jetzt mit so einem kompletten Konzept reingekommen, dass ich jetzt schon irgendwie ein Album fertig habe sogar. Dann die erste Single Drop, zweite Single Drop, dritte Single Drop und dann ein Album Drop. Wie man es normalerweise vielleicht planen würde. Aber so wie ihr mich kennt und so wie ihr mein Leben bis jetzt auch kennt, ist bei mir immer so, ich gehe nach meinem Gefühl, ich gehe nach dem Flow. Und wenn mir mein Gefühl sagt, du musst jetzt ein musikalisches Statement zu der aktuellen politischen Lage abgeben, dann mache ich das so, weißt du? Ich habe gedacht, das ist so die beste Variante, um das Thema für mich persönlich abzuschließen, um die Emotionen auch rauszulassen. Und dann habe ich einfach angeknüpft. Ihr müsst überlegen, nach dem Song ist ja ein Jahr gar nichts gekommen. Und dann ist erst Sonne wieder gekommen. So. Sonne ist dann aber auch nur gekommen, weil ich zufällig Alex hier in Mexiko getroffen habe. Dann haben wir Highest im Club gedreht. Ich fand es so geil, dass ich gesagt habe, wir müssen weiter zusammenarbeiten. Und er ist nochmal gekommen, dann haben wir Sonne gedreht. Noch geiler, dann ist er nochmal gekommen, dann haben wir Video gedreht. Und dann haben wir Highest im Club, dann haben wir Sonne erstmal rausgehauen, Highest im Club jetzt rausgehauen. Jetzt kommt als nächstes Video, der Song heißt Video. Ob das dann am Ende in einem Release mündet, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Also ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, ein Album zu machen. Da war ich kurzzeitig dran, eine Afro-Dance, Afro-Swing, Afro-Soul-EP zu machen. So Burna Boy, Wizkid-Style, so wie Highest im Club und die nächste Single, die kommt. Dann habe ich aber nach 3 Songs wieder Bock gehabt zu rappen, weißt du, Party-Songs zu machen. Dann habe ich wieder 1-2 Party-Songs gemacht. Also ich habe so ungefähr 7, 8, 9 bis 10 Songs auf dem PC fertig liegen, die man schon zu einem Kollektiv zusammentragen könnte und dann daraus ein Album oder eine EP machen könnte. Aber ich habe das doch für mich noch nicht fix entschieden. Also als nächstes kommt jetzt erstmal die nächste Single. Am 11. Juni, glaube ich. Ja, also im Juni kommt die nächste Single. Und wenn das Ding draußen ist, dann werde ich schauen, wie ich weiter plane. So. Weil die Songs, die ich danach raushauen möchte eigentlich, das sind 3, 4 Songs, die in dieselbe Kerbe reingehen. Vielleicht machen wir ein kleines Tape draus so. Gucken wir mal. Was würdet ihr denn feiern? Sagen wir mal so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club.